Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zu einem Q&A. Kann ich das Mikrofon so halten? Reicht das? Ich denke, dass wir dann beide reinquatschen. Hallo. Es ist viel passiert in letzter Zeit und deswegen haben wir uns gedacht, es wird mal wieder allerhöchste Zeit, eure ganzen Fragen zu beantworten. Wie ihr nämlich sehen könnt, ist das nicht mehr unser Van, sondern unsere Wohnung. Und es sind einige Sachen, die sich verändert haben, einige Fragen, die man neu stellen muss und einige Antworten, die wir neu geben müssen. Deswegen schön, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's euch bequem. Wir hoffen, ihr fühlt euch wohl. Und wir fangen gleich mal an mit Frage Nummer 1. Wir haben euch nämlich bei Insta gefragt und ihr habt fleißig gefragt. Also wir wollten wissen, was wollt ihr wissen? Ihr habt fleißig Fragen gestellt. Wie finanziert ihr euch jetzt in Deutschland? Krankenversicherung, Altersvorsorge? Fragezeichen. Ja, das ist eine gute Frage. Das wissen wir noch gar nicht. Wir haben noch keine richtige Krankenversicherung, beziehungsweise wir haben noch unsere Reisekrankenversicherung. Die greift ja 6 Wochen zurück, also 6 Wochen darf man in Deutschland quasi sein. Und es kommt jetzt auch ganz drauf an, weil ich weiß nicht, ob ihr das letzte Video gesehen habt, da ging es ja darum, ob wir ein Café eröffnen werden oder nicht. Und dann werden wir so oder so selbstständig bleiben und dann müssen wir wohl oder übel uns selber krankenversichern und das ist ziemlich teuer. No money. Wenn das aber mit dem Café nichts werden sollte, dann haben wir auch überlegt, uns vielleicht einen Teilzeitjob zu holen. Ja. Uns teil. Ziehen genau, in ein Land diesen ein. Job. Ja, einen Teilzeitjob zu suchen, damit einer auf jeden Fall krankenversichert ist und gesetzlich. Und daher, dass wir verheiratet sind, können wir halt dann auch eine Familienkrankenkasse bilden. Spartipps von Melly und David. Genau, dass dann halt nicht jeder sich krankenversichern muss. Und ich glaube, das wären so um die 500 Euro im Monat, die wir selber zahlen müssen, wenn wir selbstständig quasi weiterhin sind. Und als Angestellter ist es ja immer halb. Für die Altersvorsorge haben wir eine sehr, sehr lange schon laufende Lebensversicherung von Mellys Papa damals noch. Die läuft sehr lange, hat gute Zinsen und wird auch weiterhin bespart von uns. Und wir sparen nebenbei über Trade Republic in ETFs, Aktien und Krypto an. Da fließen jeden Monat über 300 Euro in diese Fonds. Und ja, aktuell sieht es sehr gut aus. Auch wenn es mal nicht so gut aussieht, ist das nicht so schlimm, weil wir sparen das auf die nächsten 20, 30 Jahre an. Ja, aber finanziert finanzieren tun wir uns natürlich auch über, dass ihr so fleißig zuguckt. Ne? Also vielen Dank an euch alle, thank you very much. Fleißig finanzieren weiterhin zuguckt. Momentan über YouTube und Instagram. Wie groß ist eure Wohnung, Quadratmeter und Zimmer? Also wir haben 2 Zimmer, Küche, Bad, eine riesengroße Terrasse, eine Abstellkammer hier direkt in der Wohnung, die als Keller zählen darf. Und angegeben ist die Wohnung, glaube ich, mit 65 Quadratmeter. Nee, angegeben ist die Wohnung mit 80 Quadratmeter in der Anzeige. Aber daher, dass wir eine 50 Quadratmeter Terrasse haben, wird halt ein Teil der überdachten Terrasse mit in den Wohnraum gezählt. Deswegen stand in der Anzeige 80 Quadratmeter. Aber reine Wohnfläche in der Wohnung sind 65 Quadratmeter. Und da ist aber, glaube ich, auch dieser Kellerraum nicht mit eingerechnet. Komplizierte Berechnung. Also es ist auf jeden Fall das Wohnzimmer, in dem wir sitzen, 30 Quadratmeter groß und dazu gibt es noch eine schöne Küche, die ist glaube ich 15 Quadratmeter groß. Schlafzimmer, irgendetwas zwischen Küche und Wohnzimmer. Es gibt ein Badezimmer mit Dusche und Badewanne. Ja, ein ewig langen Flur. Der geht richtig lang. Und die Terrasse auch sehr lang. Seht ihr alles in den kommenden Videos auch noch. Die Terrasse ist so groß. Oder im letzten Video haben wir auch schon ein bisschen was von der Wohnung gezeigt. Ja. Genau, aber in den kommenden Videos wird sie noch viel geiler. Klar, das ist jetzt noch der Anfang. Wir wollen noch sehr viel machen. Und teuer. Aber dafür richtig geil. Da machen wir uns also Urlaube. Also guckt unsere Videos, damit wir uns hier alles leisten können. Da machen wir jetzt auch die Urlaube. Und ja, genau. Für euch schön, für uns auch schön. Aber da würde ich mal sagen, kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wie geht's unserer kleinen Nusa? Hallo Nusa, eine Frage für dich. Wie geht's dir? Wie geht's dir denn so, Schatz? Wie geht's dir? Also ich würde sagen, Nusa gibt es jetzt mittlerweile, wie lange sind wir jetzt hier? 3 Wochen? Ja. Jetzt merkt man, dass sie sich langsam eingewöhnt, dass sie versteht, dass es unsere Wohnung ist, dass sie, am Anfang wollte sie nicht so viel essen, sie war immer sehr, ich glaube, es war einfach am Anfang ein bisschen komisch, weil wir sie auch
bei der Oma gelassen haben und nicht mehr in so einem engen Raum zusammen sind. Und sie ist uns immer am Anfang die ganze Wohnung immer hinterhergelaufen. Jetzt kann sie im Schlafzimmer chillen in ihrem Körbchen und wir sind hier im Wohnzimmer. Man merkt, dass es immer besser wird. Aber am Anfang, würde ich sagen, war das schon für sie auch etwas stressig, dieser ganze Umschwung. Mhm. Aber sie liebt die Gassi-Runden und das wird langsam immer mehr zu ihrem Revier. Und ja, da sehen wir, dass es ihr schon sehr, sehr viel Spaß macht. Sie kennt sich ja schon gut aus und fühlt sich hier sehr wohl. Also sie mag es total, diese Routine zu haben. Kann ich auch nachvollziehen. Uns gefällt es nämlich auch richtig. Und sie ist ja trotzdem viel in der Natur. Sie ist ja nicht in der Stadt und wir lassen sie auch teilweise auch ohne Leine. Im Wald nehmen wir sie an die Leine, weil sie so in Stiften geht. Hier sind nämlich ziemlich viele Rehe unterwegs. Aber genau, auf der großen Wiese kann sie sich austoben und ich glaube, das ist schon ziemlich schön, dass wir jetzt nicht nur mit Leine durch die Stadt laufen müssen. Ja, und hin und wieder können wir sie auch bei meinen Eltern lassen, wenn wir nämlich irgendwie einkaufen fahren, draußen scheint die Sonne und wir waren beim Ikea mehrere Stunden, dann wollten wir sie auch nicht im Auto lassen und auch mitschleppen. Dann war sie einfach bei meinen Eltern und beim ersten Mal war sie ein bisschen aufgeregt und danach wurde sie von Mal zu Mal entspannter. Macht sie das echt heute chillig. Hat sie uns begrüßt und war so, ach, ihr seid wieder da. Ja, chillig. Normalerweise steht sie immer vor der Tür und heult richtig rum, wenn wir kommen und quiekt und springt uns total übertrieben an. Und heute gar nicht. Heute war entspannt. Eigentlich das erste Mal, dass sie so uns von der Treppe beobachtet hat. Ach, ihr seid da, alles klar. Ja. Ist natürlich gekommen, hat uns gegrüßt, aber das merkt man auch, dass sich das auch schon gebessert hat. Eventuell liegt das an einem Ergänzungsfutter, was wir ihr ins Essen machen. Aber davon erzähle ich euch gleich mehr, denn wir nutzen jetzt nochmal die letzten Sonnenstrahlen aus, bevor es vielleicht wieder anfängt zu regnen. Und geh nochmal mit Nusa Gassi. Ne? Gassi? Pipi? Geh mal Pipi machen, Pipi? Nusa. Pipi! Pipi Kaka? Komm, Pipi machen. Ja, endlich. Endlich kümmern Sie sich mal um mich. Nusa20 ist der Code, den ihr euch merken solltet, denn damit könnt ihr 20% bei Hundpur sparen. Außer auf Probepackung. Wir haben von Hundpur das Nerven- und Glückskomplex. Das schütten wir Nusa so schön ins Essen rein. Und damit ist die mega entspannt, wenn wir sie bei meinen Eltern oder auch mal zu Hause lassen. Und wir sind auch mega entspannt, wenn wir mal einkaufen gehen. Und dann haben wir von Hundpur noch die Zeckentinktur auf natürlicher Basis. Die schmieren wir in den Nacken hinein. Und wenn sie hier über die Wiesen rennt, bringt sie keine Zecken mit nach Hause, was ich ziemlich gut finde, weil ich Zecken überhaupt nicht mag und sie bei uns im Bett pennt, ist es also auch natürlicher Schutz für uns. Also schaut gerne in der Videobox vorbei, dort findet ihr den Link zu Hundpur und alle weiteren Infos. Der Code NUSA20 spart euch 20% auf das gesamte Produktsortiment, außer auf Probepackungen. Und ich würde aber mal sagen, wir laufen hier jetzt auch mal weiter. Wir haben ja nämlich noch ein paar Fragen, die wir beantworten wollen. Ja, deswegen würde ich mal sagen, gehen wir weiter, oder Nusa? Komm! Weiter mit den Fragen, weil wir haben ganz schön viel geredet hier und das Video soll ja nicht zu lang werden. Wir haben gesagt, nicht länger wie 15 Minuten, also wir kriegen es einfach nicht. Habt ihr schon einen Namen für euer Café? Ja, das ist eine coole Frage. Wir haben eigentlich zwei zur Auswahl immer gehabt, oder? Ja. Vielleicht können wir die jetzt auch mal nennen und ihr könnt ja mal sagen, was ihr cooler findet. Also ganz am Anfang früher haben wir immer gedacht, Kaffeediele ist ein cooler Name, so wie Eisdiele, Kaffeediele. Aber irgendwie mittlerweile wissen wir nicht mehr so genau. Irgendwie finden wir auch unseren Nachnamen schön. Und da haben wir auch gedacht, haben wir auch an Café Toscano gedacht. Ihr könnt ja gerne abstimmen, was ihr besser findet. Kaffeediele oder Café Toscano? Ihr dürft gerne abstimmen. Es ist noch nichts entschieden. Vielleicht habt ihr noch andere andere Ideen für Kaffeenamen, die zu uns passen. Die könnt ihr auch gerne natürlich nennen. Das wissen die doch. Immer her mit euren Vorschlägen. Wie teuer war eure Küche? Aktueller Stand? Haben wir auch im letzten Video beantwortet. Hier machen wir es ganz kurz und knapp, wer sich mehr dafür interessiert. Haben wir das auch alles aufgelistet? 2500 und ganz wenig zerquetscht. Genau, wir wollen noch eine Bar bauen. Aus Fliesen. Und was fehlt noch? Es fehlt noch eine Abzugshaube. Es fehlt noch das andere. Noch ein Regal. Ich denke, wir kommen so auf 3.000 Euro. Drei. Eine Frage von Thorsten. Werdet ihr weiter reisen? Ja. Willst du das beantworten?
Also, jetzt sind wir erstmal angekommen. Wir sind jetzt viel gereist und wir werden bestimmt irgendwann mal wieder reisen. Aber jetzt sind wir erstmal konzentriert, unsere Wohnung aufzubauen und eventuell unser Café aufzubauen, unsere Terrasse urlaubsfest zu machen, dass wir erstmal Urlaub oder auf unserem Balkon verreisen oder Terrasse, würde ich jetzt mal sagen. Falls das Café nichts wird, dann können sich natürlich die Pläne ändern und dann denke ich, dass wir auch etwas mehr reisen werden. Auf jeden Fall. Also wenn das Café nichts wird, was aktuell schade wäre, weil wir uns das schon sehr wünschen, dann haben wir viel Zeit und dann, klar, verreisen wir weiterhin, weil das ist ja auch ein riesengroßes Hobby von uns und eine große Leidenschaft. Wenn das was mit dem Café wird, dann wahrscheinlich nicht. Dann erstmal nicht, dann geht nämlich nur Vollgas ins Café, dann ist die einzige Reise, die es gibt, ins Café. Dann kommen die Leute hoffentlich und reisen zu uns ins Café. Ich wünsche mir aber schon nochmal auch... Die Hausfliege. Die ist seit Anfang an hier. Und meine Oma sagt, die erste Fliege darf man nicht umbringen, die im Haus ist. Das ist nämlich irgendeiner von den Vorbesitzern. Bisschen gruselig, oder? Irgendwann mal ganz früher wahrscheinlich. Ein verstorbener Vorbewohner. Okay. Also, ich wollte sagen, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, auch wenn wir das Café irgendwann mal dann haben und uns etabliert haben und die Arbeitsschritte und Abläufe so sitzen, dass wir dann halt auch so anders verreisen und zwar so auf Kaffeereise dann gehen. Dass man sich dann halt anguckt, wo kommt der Kaffee her, den wir ausschenken? Was sind das für Leute, die den Kaffee anbauen? Wie geht's denen? Was machen die so? Und dass man da halt wirklich hautnah das miterlebt und dass man so dann verreist. Also ich würde dann, glaube ich, nicht nochmal mit einem Camper nach Andalusien reisen und mich da halt an die Costa de la Luz stellen. Nicht, weil es nicht schön war, sondern weil ich es einfach schon erlebt habe. Ich glaube, ich würde dann halt einen anderen Zweck zum Reisen suchen. So. Aber jetzt haben wir so viel von Kaffee gequatscht, dass ich richtig Bock kriege auf einen Kaffee. Overpriced coffee. That's $37. Awesome! Ihr fragt ja immer wieder, was für Sachen wir so benutzen, um Kaffee zu machen. Schaut da gerne mal in unser E-Book rein. Da ist alles verlinkt, beziehungsweise alles beschrieben, nicht verlinkt. Und das E-Book findet ihr auf unserer Webseite. Die Webseite ist verlinkt in der Videobox. Viel Spaß! So, Coffee Time. Prost, mein Schatz. Brust. Wir machen direkt weiter. Verkauft ihr den Van? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also, wir haben schon des Öfteren darüber nachgedacht, den Van zu verkaufen. Gerade letztens vor 2 Tagen habe ich was aus dem Van geholt und mir so heftig den Kopf gestoßen, dass ich gesagt habe, dieses Teil ist zu klein für mich. Aber das ist nicht der Grund. Wir wissen nämlich nicht, ob wir dann in Zukunft Zeit haben werden, zu verreisen. Und es ist irgendwie schade, wenn er dann vor der Tür die ganze Zeit steht. Der nimmt hier ziemlich viel Platz ein. Außerdem wurde er zum Reisen gemacht. Genau, dann ist es ja schade, ihn die ganze Zeit hier einfach stehen zu lassen, nicht zu verwenden. Auch wenn es natürlich uns sehr schwer fallen wird und es auch sehr traurig sein wird, wenn wir ihn verkaufen sollten. Ja. Aber gut, das steht und fällt wieder mit dem Kaffee. Ja. Erstens zeittechnisch, zweitens natürlich auch finanziell. Wenn so ein Kaffee zu gründen, kostet ja auch etwas Geld und das wäre dann vielleicht auch so eine kleine Finanzspritze, wenn wir den Van verkaufen würden. Man könnte ungefähr sagen, für das Geld, was wir den Van verkaufen, könnten wir uns eine richtig gute Kaffeemaschine holen und ein paar Kaffeemühlen. Ja, so wie wir es uns vorstellen. Das war es eigentlich auch schon. Also Van tauschen gegen Kaffeemaschine. Genau. Wir müssen mal schauen. Den Van vermieten wäre auf jeden Fall keine Option, weil das für uns irgendwie gefühlt mit Stress verbunden wäre. Und man muss sich ja dann immer trotzdem um den Van kümmern. Wir beide sind schon so, würde ich sagen, dass wir das erst vermieten würden, wenn der jedes Mal tipptopp ist. Also wir würden jede kleine Macke immer ausmerzen. Genau, ich glaube, das wäre einfach zu viel Arbeit und dann hätten wir dann nicht die Zeit dafür, das zu machen. Also, eventuell verkaufen wir den Van. Falls ihr Interesse habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Also, falls einer den Van haben wollen würde, ja.
Wir können ja vielleicht auch nochmal ein paar Eckdaten hinschreiben und dann könnt ihr vielleicht auch mal Vorschläge machen, was ihr denn dafür bezahlen würdet. Korrekt, also ich blende hier mal ein paar Eckdaten ein. Okay, nächste Frage. Wollt ihr das Café übernehmen? Genau, also das bezieht sich auf unser vorheriges YouTube-Video. Da haben wir nämlich gezeigt, dass wir uns ein Café angeschaut haben, was wir eventuell übernehmen möchten. Und da waren wir uns noch nicht so ganz schlüssig. Ja, aber eure ganzen Kommentare und Nachrichten, die wir per Instagram und auch hier unter dem letzten YouTube-Video bekommen haben, haben uns bestärkt darin, das Café doch mal anzupeilen und ein Konzept dafür zu schreiben. Genau. In ungefähr zwei Wochen ist die Gemeinderatssitzung in der Stadt und dann wird zwischen all den Bewerbern entschieden, wer den Zuschlag bekommt. Und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, oder wir beide hoffen, dass wir das sind. Ja, drückt uns die Daumen. Ja, hallo. Kann ich das Café bitte haben? Ja, das wäre so krass einfach. Das wäre einfach heftig, weil wir arbeiten eigentlich seit 8 Jahren nur auf diesen Traum hin. Und wir können uns das so gut vorstellen, dass das unser Ding wird. Und dann können wir euch alle endlich da herzlich willkommen heißen. Egal, woher ihr kommt. Wir haben schon gehört, aus dem Südschwarzwald würden auch Leute kommen. Ja, das wäre echt cool. Das ist natürlich ein weiter Weg. Ganz viele kennenlernen von euch. Ja, das wäre richtig cool. Und euch mit richtig gutem Kaffee und allem drum und dran komplett einschmieren. Von oben bis unten. Begeistern, würde ich sagen. Wo findet ihr die Ideen-Inspo für die Wohnung? Pinterest. Ich krieg sie alle von Melli immer gezeigt. So, ich lieg abends im Bett und guck YouTube und sie so, guck mal hier, ist das schön, guck mal oder so. Oder guck mal so. Oder Pinterest, guck mal so. Ich bin mehrere Stunden auf Pinterest unterwegs gewesen. Melli ist an einem Tag mehrere Tage auf Pinterest unterwegs. Aber irgendwann ist es wie so eine Sucht geworden, da kann man gar nicht mehr aufhören. Es gibt aber auch auf Instagram ein paar wunderschöne Kanäle. Genau. Oder Menschen, so, die Kanäle führen. Und da gibt es einen tollen Kanal, der heißt SMSTR. Unterstrich. Das ist ja, der macht auch guten Kaffee und schönes Interieur. Also falls du das hörst, glaube ich zwar nicht, aber gut, wirklich gut. Können wir euch ja verlinken. Gibt es etwas, das ihr am Vanlife vermisst? Also ich vermisse es total, mir 20 Mal am Tag den Kopf anzustoßen. Und dass ich mich nicht ganz ausstrecken kann und so Kaffee machen muss. Das fehlt mir schon hin und wieder. Was ich ein bisschen vielleicht vermisse, ist jetzt schon das bessere Wetter im Süden. Ah. Weil ich sehe noch bei anderen Freunden, die noch unterwegs sind, was eigentlich die meisten, wobei viele haben jetzt in Portugal und Spanien auch nicht so gutes Wetter. Aber es ist schon ein bisschen mehr Sonnenschein, ein bisschen mehr Wärme und wir haben hier gerade echt noch ziemlich Winterstimmung. Naja. Aber es soll ab morgen... Na komm schon. Was ist das ab morgen? Also wenn das Video rauskommt, dann haben wir jetzt ein warmes Wochenende. Ja, ihr sitzt da und schwitzt und wir auch. Genau, also heute ist noch regnerisch, ja. Wobei jetzt kam die Sonne raus. Ab morgen sollen es ja 25 Grad werden. Also, ja, siehst du, vermisst du gar nichts mehr dann. Genau. So, weiter zur nächsten Frage. Infos zu eurer Wohnung, wie teuer? Ist das die letzte oder vorletzte? Vorletzte. Ja, die anderen haben wir schon alle. Genau, die Größe, und haben wir ja schon gesagt. Und wie teuer? Quanto costa? Quanto. Richtig viel Patte. Also, das ist schon viel Geld. Naja, komm. Aber ich finde, das ist viel. Es ist, glaube ich, okay für den Ort und für die Gegend. Und wir sind ja schnell in der Stadt in 10 Minuten mit dem Auto. Also, kurz zusammengefasst. Kalt 900 plus 150 Euro NK plus 50 Euro Garage. Bist du bei 1,1. Dann kommt natürlich das oben drauf, was wir alle noch zahlen müssen. Strom, GEZ und noch Hausratversicherung. Also ich schätze mal, alles in allem kostet uns die Butze hier 1,3. Mit Internet. Internet. Aber gut, es geht jetzt hier nur um die Miete. Ja, ja, aber... Du musst doch nicht immer alles drauf packen. Ja, es gibt noch 1000 andere Versicherungen, die man noch mit draufziehen kann. Ich bin finanziell. Also auf jeden Fall Miete, Nebenkosten... Garage sind wir über 1.100 Euro, das ist das, was zählt. Warum seid ihr wieder in die alte Heimat gezogen? Also wir waren ja viel unterwegs und wir haben auch am Anfang, wie wir noch auf Weltreise waren mit dem Rucksack, das ist schon satte 7 Jahre her, da haben wir auch uns komplett abgemeldet, um zu sagen, wir wollen mal schauen, wohin uns der Wind treibt und in welcher Bucht wir stecken bleiben. Kommen wir überhaupt zurück, wollen wir zurück? So, das haben wir damals gemacht, aber wir sind auch nicht losgezogen mit dem Ziel, so, boah, Deutschland nervt uns oder das nervt uns hier alles. Deswegen gibt ja so Leute, die
flüchten und wollen nie wieder zurück. Die brechen alle Zelte ab. Bei uns war das eher nicht so. Wir waren sehr gerne zu Hause, bei Familie, bei Freunden. Wir haben uns hier mega wohl gefühlt. Wir waren einfach nur neugierig, wie sieht es woanders aus. Und sah gut aus woanders, muss ich schon sagen, aber nirgendwo so gut, dass wir gesagt hätten, hier bleibst jetzt. Und immer wenn wir zurückgekommen sind, haben wir schon gemerkt, wie schön es ist, so mit Familie und Freunde zu sein und wie schön es eigentlich hier immer ist. Genau, eigentlich. Es gibt eine einzige Region, die wir sehr, sehr schön finden. Da hätten wir uns das vorstellen können. Aber wir haben die Heimat dieser Region vorgezogen, weil wir uns hier auskennen, weil wir hier Freunde haben. Genau, dann müsste man da auch von vorne anfangen. Und in eine Wohnung woanders wäre für mich irgendwie nicht in Frage gekommen, wenn wir jetzt wirklich uns entschieden hätten, also willst du sagen, wo das war? Ja. In Italien, in den Marken. Sag's. Ach, hast schon gesagt. Wenn wir uns da was geholt hätten, dann wünschen wir uns natürlich ein kleines Steinhäuschen. Und das konnten wir uns jetzt finanziell definitiv noch nicht leisten. Vielleicht kommt das irgendwann in Zukunft. Aber das ist so ein Traum, der kommt eigentlich nach dem Café. Genau. So, erst kommt das Café irgendwie so in unserer Vorstellung und dann kommt dieses Steinhäuschen. Genau, richtig. Aber was sollen wir in den Marken mit einer Wohnung? Und da hätten wir uns auch nicht vorstellen können, ein Café aufzumachen. Es ging natürlich auch darum, dass wir in die Heimat gekommen sind. Natürlich für die gewohnte Umgebung, Freunde, Familie und natürlich auch der Ort, wo wir uns am meisten vorstellen konnten, ein Café zu eröffnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir und hoffen. Zuhören. Oh, da habe ich ein bisschen aufstößen müssen. Falls ihr weitere Fragen habt, alle unter das Video schreiben. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls nicht, Daumen nach unten, auch sehr wichtig. Bleibt dran, dann erfahrt ihr, wie es bei uns weitergeht. Korrekt. Und nicht zu heiß baden, das ist nämlich nicht gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wer hat das gesagt? Dass heiß baden nicht gesund ist? Also richtig heiß baden ist nicht gesund für die Haut. Das macht die ganze Haut kaputt. Ist nicht so gesund. Aber kann auch die ganze Haut mal so richtig ganzen Dreck runter. Ja, aber nicht zu heiß. Was ist denn zu heiß? Ja, das muss jeder für sich entscheiden.